Hallo, mein Name ist Bernd Nordemann, Gründer von GoKeto. Und heute schauen wir uns das GoKeto Messgerät an. Zuerst mal schauen, was es alles in die Packung gibt. Jetzt habe ich vor mir alles, was in den Kickstart Set in diesen Packungen drin ist. Ich zeige es dir. Da gibt es natürlich das GoKeto Messgerät für die Messungen von Ketonen und Glucose, Blutzucker. Die zusätzlichen zwei Batterien. Dann findest du auch die Stechhilfe und die Lanzetten. Daneben die Ketone-Teststreifen und den Co-Chip und zusätzlich noch die Kontrolllösung oder sogenannte Kontrollflüssigkeit. Zusätzlich findest du noch Gebrauchsanweisung, eine Kurzanleitung, die würde ich dich sicher empfehlen, eine Garantiekarte, damit kannst du auf unserer Website deine Garantie aktivieren und verlängern. Zusätzlich gibt es dann noch die Packungsbeilage, da gibt es die technische Information bezüglich die Ketone-Teststreifen und so weiter. Alles in diesen Box, alles in diesen Packungen, damit hast du alles, was du brauchst für deine ersten 10 Ketone-Messungen. Jetzt zeige ich dir, wie du das Gerät konfigurierst. Ersteinstellungen des Messgeräts. Also zuerst natürlich das schöne Tragetasche öffnen und dann die hintere Seite findest du das Batterieteil. Es gibt zwei Batterien. Auf die Oberfläche, wo Text steht, das ist die Plusseite. Die legt man in das Gerät ein. Und jetzt siehst du, die zwei Batterien sind gut reingemacht und man macht dann das kleine Teil wieder auf. Man kann das Gerät jetzt umdrehen. Auf die obere Fläche gibt es noch eine Folie, die kann man wegnehmen, damit das Bildschirm wirklich schön und sauber ist. Jetzt gehen wir in die Einstellungen-Modus. Zuerst mal die S für Setup, 2 Sekunden eingedrückt lassen. Also S, 2 Sekunden und dann kommt da 24H, das heißt 24 Hour für Stunden. Jetzt kann man wählen, ob man lieber eine 24 Stunden Uhr hat oder 12 Stunden. Mit der M-Taste kannst du das ändern. Also wenn ich jetzt auf M drücke, siehst du, es wird eine 12 Stunden Uhr und 24. Ich selber habe immer gerne 24, also ich bestätige das jetzt mit der S-Taste. Dann kommt jetzt 2021. Mit M kann ich das ändern auf 2022. Einfach auf M drücken und dann wieder mit S bestätigen. Jetzt haben wir auch das Jahr eingeführt. Danach kommt Monat. Monat 1 ist natürlich Januar. Und einfach so lange auf M drücken, bis du auf den richtigen Monat kommst. Das ist in diesem Moment Juli, also mit 7. Und dann mit S weiter bestätigen. Dann kommen wir auf die Datum. Die ist jetzt 20, also ich drücke so lange auf M, bis ich 20 sehe und dann mit S wieder bestätige. Zeit, zuerst mal die Uhrzeit, es sind jetzt 14 Uhr, 15 Uhr und 40 Minuten, also einfach so lange auf M drücken, bis ich auf die richtige Zeit bin und mit S immer wieder bestätigen. Jetzt kommen wir zu diesen sogenannten Alarmeinstellungen. Die sind eigentlich nur für Diabetiker genannt. Das heißt, Diabetiker brauchen einen Alarm für Medikamente zu nehmen und solche Sachen. Für die meisten von uns, für einen ketogenen Nahrungsplan, ist das eigentlich nicht wichtig. Von daher werden wir die jetzt alle ausgeschaltet lassen. Wenn du aber mehr Informationen dazu brauchst, bitte schau mal in der Gebrauchsanweisung. Da steht alles im Detail geschrieben und sonst findest du weitere Informationen auf unserer Website. Es gibt noch verschiedene Einstellungen für Diabetiker. Hier sieht man einen Brotalarm. Das kann man ein- oder ausschalten. Ich würde S sagen, bestätigen, dass es nicht eingeschaltet ist. Dann mit Beep, damit gibt das Gerät einen Ton oder nicht. Mit M kannst du das ausschalten, auf Off. Ich lasse es lieber auf On, damit man das auch hört. Und dann mit S bestätigen. Dann jetzt kommen verschiedene Alarmen. Unter im Bildschirm kannst du das sehen. Ich würde sagen, wenn du kein Diabetiker bist, einfach auslassen und bestätigen mit S.
Das ist die Hyper und Hypo, auch mit S alles ausgeschaltet lassen. Dann hier gibt es noch 5 Möglichkeiten, ein Uhr einzustellen, damit es einen Alarm gibt, dass du einen Test durchführen sollst. Es gibt 5 von diesen Möglichkeiten. Ich würde das eher ausgeschaltet lassen. Einfach S drücken und dann bist du fertig und ist das Gerät einsetzbereit. Jetzt zur Stechhilfe, wie man die Stechhilfe nutzt, um die Finger zu pieksen. Stechhilfe oder Lanzentiergerät. Es sieht eigentlich aus wie ein Bleistift. Man nimmt die Kappe weg, einfach drehen und jetzt macht man die Lazette, macht man rein. Bitte das Endeteil abnehmen, wegdrehen, aber aufbewahren, weil wir brauchen das später noch. Jetzt die Kappe wieder drauf und da mit der Markierung 2 und so weiter kann man die Tiefe einstellen. Ich selber habe gerne 2, aber man kann zum Beispiel auch tiefer mit 2, 2,5, 3 bis zu 4 einstellen. Um die Stechhilfe jetzt zu aktivieren, einfach ziehen, bis man Klick hört und dann kann man dort drücken und dann kommt eigentlich das kleine Lanzett, kommt ganz kurz an das andere, auf die andere Seite raus. Also ziehen, jetzt gegen den Finger und einfach drauf drücken und los geht's. Okay, jetzt geht's los. Also, zum Durchführen einen Test brauchst du Messgerät, Ketone-Teststreifen und die Codechip. Bei jeder Packung von Teststreifen kommt immer wieder eine neue Codechip. Also immer die alte Codechip wegwerfen und die neue nutzen. Die Codechip muss man in dem Gerät einlegen. Das geht eigentlich ziemlich einfach. Auf der Seite kann man das dort so einschieben. Einfach so reintun. Und jetzt ist das Messgerät fertig. Wir nehmen jetzt eine Teststreife raus aus dem Schachtel. Und so sieht eine Teststreife aus. Auf die rechte Seite gibt es so ein bisschen Elektronik. Das geht eigentlich in das Messgerät. Dann steht dort Ketone oder Glucose, wenn man Ketone-Teststreifen nutzt oder Glucose-Teststreifen. Und da links diese schwarze Streife, das ist eigentlich ein kleines Röhrchen. Und das heißt auch ein Kapillarröhrchen, da muss das Blut rein. Jetzt tun wir die Teststreifen in das Gerät. Und du siehst, das Gerät schaltet sich automatisch ein. Und dann warten, bis das Bluttropfchen blinkt. Und jetzt ist das Gerät fertig. Brauchen wir nur noch zum Stechen. Also Stechhilfen, kurz fertig machen. Und dann die Stechhilfen gegen die Seite der Finger. Besser nicht am Ende, weil das ist, tut weh, aber nur auf der Seite und einfach auf den Knopf drücken. Und jetzt wird die Lanzetten kurz in der Finger. Und mit dem Gerät jetzt am Ende die Teststreifen, das Kanälchen kurz das Blut aufnehmen. Das zählt jetzt herunter, macht jetzt die Analyse. Und jetzt sehen wir, dass ich auf Wert 1.7 bin und damit in der Ketose. Die Messung ist jetzt fertig. Wir können auf der Seite, da auf diesen Teil kann man einfach schieben, damit man dann die Teststreifen ganz einfach auswirft. Brauchen wir nur noch die genutzten Lanzetten rauszunehmen. Wir nehmen die Kappe von Lanzettiergerät, von Stechhilfe wieder ab. Jetzt mit dem Ende einfach kurz in das blaue Gummiteil reinstecken, damit das gut geschützt ist. Und auch hier hat man einen Auswerfer auf der Seite. Einfach verschieben und dann kommt es raus. Das kann man im Müll entsorgen. Ich würde es immer in ein kleines Papierchen tun. Jetzt werde ich die häufigsten Fragen beantworten. E4, das heißt Teststreife bereits genutzt oder schmutzig. Du weißt natürlich, eine Teststreifen kann man nur einmal benutzen.
Also wenn das nicht der Fall ist, was dann kann E4 dann noch aufbringen? Eigentlich ist das die falsche Reihenfolge. Was wollte ich damit sagen? Wenn du zum Beispiel erst das Blut auf die Teststreife machst und erst danach die Teststreife in dem Gerät, dann wird es nicht funktionieren, weil das Gerät denkt, der Teststreife wurde bereits genutzt. Also wichtig, die korrekte Reihenfolge. Also zuerst Teststreife in das Gerät einlegen. Warten, bis das Bluttropfen auf dem Fenster, auf das Bildschirm blinkt. Und erst dann das Blut aufnehmen. E5, das heißt zu wenig Blut, um einen Test durchzuführen. Die Chance, dass man wirklich zu wenig Blut hat, ist eigentlich sehr, sehr gering. Es ist eher, dass man das Blut nicht auf die richtige Weise auf den Teststreifen bringt. Wenn man das Blut auf das flache Teil der Teststreifen auflegt, dann kommt das Blut nicht am Ende in das kleine Kanälchen, was da so in der Teststreife eingebaut ist. Es ist also wichtig, dass man eigentlich mit dem Ende dieser Teststreife das Blut aufnimmt in dieses Röhrchen, das heißt ein Kapillarröhrchen, das eingebaut ist in die Teststreife. Das Goketo-Messgerät misst nicht nur Ketone, sondern auch Glucose, also Blutzucker. Und dafür gibt es diesen Blutzucker- oder Glucose-Teststreife. Davon gibt es 50 Stück in einer Packung. Die sehen gleich so aus wie die Ketone, nur die sind für die Messung von Blutzucker oder Glucose. Wenn man das öffnet, hat man drinnen schon wieder so eine Codechip. Diese Codechip ist aber weiß und die ist für die Blutzucker- oder Glucose-Codechip. Man nimmt also die blaue Codechip raus, tut die weiße rein und jetzt kann man anfangen, Glucose zu testen. Jetzt habe ich aber einen Tipp. Und zwar, man kann mit das gleichen Bluttropfen eigentlich schon Ketone und auch Glucose messen. Und dazu braucht man nicht unbedingt die ganze Zeit die Codechips auszuwechseln. Nein, es geht viel, viel einfacher. Wie geht das dann? Also, die erste Mal, dass man die weiße Codechip in das Gerät eintut, wird die Information auf dem Gerät gespeichert. Das heißt, danach nimmst du das raus, tut die blaue Ketone-Codechip rein und dann kannst du sowohl Ketone als auch Glucose damit testen. Selbstverständlich, nicht vergessen, dass bei jeder neuen Schachtel kommt auch wieder eine neue Codechip, weil die braucht es für die Autokalibration. Also viel Glück. Was ist dann in das kleine Fläschchen? Das ist eine sogenannte Kontrolllösung. Für einen Kontrolltest brauchst du das Messgerät, Teststreife und Codechip und natürlich die Kontrolllösung oder Kontrollflüssigkeit. Tu einfach ein Tropfen auf deine Hand. Und jetzt mit dem Testgerät und Teststreifen drin einfach die Kontrollflüssigkeit aufnehmen. Wie immer kurz warten und da kommt dann gleich die Ergebnis. Hier zeigt es an 2.7. Jetzt ist natürlich die Frage, 2.7, ist das die richtige Zahl? Lass uns mal schauen. Auf das kleine Fläschchen steht eine Nummer, 0, 1 oder 2. In diesem Fall ist es Nummer 1. Auf die Teststreife, auf der hinteren Seite der Packung, steht auch eine Nummer, Kontroll 0, Kontroll 1 und Kontroll 2. Wir sind jetzt auf Kontroll 1, also die Werte sollten zwischen 2.6 und 4.0 sein. Wir haben mit dem Gerät 2.7 gemessen, also alles ist in Ordnung. Jetzt weißt du alles über das Goketo-Messgerät. Also ich wünsche dir viel Erfolg mit Testen und wie wir immer sagen, mit Goketo gehst du nicht alleine. Wir sind für dich da und be the best me.